Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Arivea, ich grüße dich. Das ist dein Video und du möchtest wissen, wie geht es weiter? Hat er vielleicht anderen Kontakten? Und schauen wir an bei dieser Legung der Garten der Liebe. Auf diesem Bild sehen wir ein Park und ein Liebespaar. Diese Dame symbolisiert dich und dieser Herr symbolisiert ihn. Diese erste Karte in die Mitte links bedeutet deinen Gefühlen. Hier sehen wir eine Frau und schaut die Münzen an. Das ist wie ein Baum. Mir fällt immer die Weihnachtsbaum ein. Wie ein geschmückten Baum. Eine Münze, zwei, drei, vier, sogar bis zum sechs. Das ist aber nicht deins. Das sind anderen. Und du vergleichst dich mit anderen und denkst du, die sind geschmückt, die machen alles richtig, sie haben Halt im Leben, die sind besser als du. Und was ist hier deine Lernaufgabe? Deine Münze entdecken. Und das liegt vor dir, vor deinen Füßen. Auf dem Boden ist eine einzelne Münze. Heb das auf. Das bist du. Das sind deine Werte. Das sind deine Talente. Bei diesem goldenen Taler symbolisieren auch die inneren Werte. Du bist es wert, diesen Mann zu bekommen. Du bist es wert, geliebt zu werden. Du bist es wert, Erfolg zu haben im Leben. Und du brauchst dich nicht vergleichen mit anderen. Die sind nicht besser wie du. Was wir noch auf diesem Bild entdecken können, das ist die Zahl 7. Und das steht mit Mond in Verbindung. Und Mond bedeutet die Sehnsüchte, die Wünsche, die Hoffnung und die Träume. Das hast du auch. Was Mond noch bedeutet, die Empfängnis. Du empfängst etwas. Dieser Mann kommt auf dich zu. Und die Münzen symbolisieren die Erde-Element. Und das bedeutet die Realität. Du bist real da. Und falls er Kontakte hat im Internet, das ist nicht die Realität. Du bist da und du bist es wert. Und von ihm kommt auch Wertschätzung. Und jetzt schauen wir an seinen Gefühlen. Auf diesem Bild sehen wir die Stäben. Und das symbolisiert die Feuerelement. Und das bedeutet seine Kraft und auch seine Begeisterung oder Leidenschaft. Und dieser Kontakt begeistert ihn schon. Er verspürt auch die Leidenschaft zwischen euch beide. Aber er stoßt an seinen eigenen Grenzen. Das ist wie ein Zaun. Er ist nicht fähig dazu, über seinen Gefühlen zu sprechen. Er kann das nicht zeigen. Vielleicht hängt das mit seiner Vergangenheit zusammen und hat mit dir das gar nicht zu tun. Du musst mit ihm geduldig zu sein. Er sollte über diese Grenzen hinauswachsen und anfangen, seinen Gefühlen leben oder zeigen, damit diese Beziehung mal lebendig wird. Natürlich kann auch bedeuten, dass andere setzen ihm Grenzen und er kann sein eigenes Leben nicht so gestalten, wie er möchte. Und jetzt schauen wir an deinen Gedanken oder worüber sollst du Gedanken machen? Auf diesem Bild sehen wir die Hohepriesterin.
Das zeigt natürlich spirituellen Themen, dass dich das interessiert, ganz klar. Aber was diese Karte noch aussagt, sie hütet ein Buch. Dieses Buch heißt Akasha Chronik. Und bei diesem Akasha Chronik sind die Schicksalswegen beschrieben. Angeblich existiert dieses Buch im Himmel. Und wenn das so ist, dann heißt auch, das ist im Sternen geschrieben. Das ist Schicksal. Du hast zu diesem Mann eine schicksalhafte Begegnung. Das ist in diesem Buch schon geschrieben. Es ist vorbestimmt. Dann bleib in diesem Vertrauen, dass er dein Seelenpartner ist und du bist seine Seelenpartnerin. Und jetzt schauen wir an, worüber macht er Gedanken oder worüber soll er Gedanken machen. Auf diesem Bild sehen wir die Zahl 2. Und das bedeutet Zweisamkeit, du und er. In seiner Hand ist dieser Stab. Dieser Stab symbolisiert die Feuerelement. Das ist seine Kraft, sein Mut, seine Begeisterung, aber er schaut nicht auf die Erde. Vor ihm liegt die Globus. Das wäre die Erdelement, die Realität. Aber momentan schaut in andere Richtung. Man könnte sagen, er schwebt im Himmel. Das heißt, er hat seine Sehnsüchte, seine Wünsche oder seinen Träumen sehr intensiv sogar. Aber er traut das nicht in Tat umzusetzen. Dieser zweite Stab ist auch da und das symbolisiert dich. Aber er berührt das nicht. Er traut das nicht zu. Und jetzt schauen wir an, welche Einflüsse hast du von außen, deine Umgebung. Hier unten links ist deine Umgebung oder die Einflüsse von außen. Etwas nähert sich auf dich. Dieser Reiter kann ein Mann sein, kann auch eine Frau sein. Das ist die volle Rüstung. Man kann nicht erkennen, wer das ist. Auch nicht, mit welchen Absichten er oder sie kommt. Was wir hier betrachten können, das ist dieses Schwert. Und das symbolisiert die Luftelement. Und das bedeutet Kommunikation. Ziemlich schnell kommt auf dich zu etwas, weil jemand sucht den Kontakt oder möchte mit dir etwas besprechen. Dieses Schwert bedeutet oft auch Entscheidungen. Und jetzt schauen wir an, hat er eine andere Frau? Hat jemand einen Einfluss auf ihn? Das zeigt die nächste Karte. Hier ist ein König. Und dieser König beherrscht die Erde-Element. In seiner Hand ist dieser goldene Taler. Es handelt sich um Finanzen, indirekt um seine berufliche Situation. Das kann sein, dass er kontaktiert mit anderen Männern und sprechen über Finanzen, geschäftlichen Dingen. Oder ist das ein Arbeitskollege? Was auch sein kann, dass er möchte dieser König sein und braucht die Bewunderung und tut ihm gut, wenn er Anerkennung bekommt. Vielleicht schreibt ihm jemand und er genießt diese Aufmerksamkeit. Aber hier handelt es sich gar nicht um die Liebe. Es ist auch keine andere Frau da. Entweder geschäftlichen Kontakte sind es oder schreibt mit jemand und genießt seine Macht, dass er Aufmerksamkeit bekommt. Woher kommt das, wenn er selbst unsicher ist? Und jetzt schauen wir an, was kommt auf dich zu in die nächste Zeit oder was kannst du tun? Und das zeigt die nächste Karte. Wenn wir dieses Bild betrachten, dann sehen wir einen stolzen Reiter auf diesem prachtvollen weißen Pferd und
diese Siegeskreuz. Er hat hier einen Sieg. Natürlich kann das erstens bedeuten, dass du bei ihm einen Sieg hast. Du hast sein Herz erobert. Aber was diese Karte noch zeigt, er braucht Anerkennung und Ansehen. Und das kannst du ihm geben. Wenn du nichts sagst, kann passieren, so wie dieser König unten rechts auch sagt in seiner Umgebung, dass er versucht, so zu verhalten oder mit anderen kommunizieren, dass er diese Anerkennung, diese Ansehen bekommt wie ein König. Er braucht es. Er will im Mittelpunkt sein. Wenn du das nicht gibst, dann hol das woanders. Es ist nicht Fremdgehen. Es muss auch nicht eine Frau sein. Er braucht nur diese Anerkennung. Er hat dieses Bedürfnis. Und wenn du ihn behalten möchtest oder wünschst eine Annäherung, gib ihm das Gefühl, dass für dich ist er wie dieser König. Lob ihn. Gib ihm diese Ansehen oder diese Anerkennung. Und achte dabei auf deinen Werten auch. Das muss im Gleichgewicht sein. Geben und nehmen im Gleichgewicht. In gleichen Augenhöhe. Hier hast du zwei Lernaufgaben. Erstens diese Münzen aufheben, was deine Werten symbolisiert. Das bist du. Zweitens, ihm das Gefühl geben, dass er gut genug ist. Und jetzt schauen wir an seinen Schritten. Dieses Bild zeigt, was ändert sich, welche Schritte macht er in deine Richtung. Und bedeutet die Erneuerungsprozesse. Da ändert sich etwas. Unten, diese graue Farbe zeigt die Ängste oder Unsicherheit oder Kontakte, Ereignisse in sein Leben, was ihn bedrückt. Er verabschiedet sich davon und dieser Engel zeigt diese Veränderung. Er kommt ins Licht, in diese Leichtigkeit. Es klärt sich einiges auf. Und das ist momentan eine Übergangsphase, aber du kannst sicher sein, es ändert sich alles auf dem Positiven. Dieser Garten hat auch einen Brunnen und da sprudelt Wasser. Das sehen wir ganz oben in die Mitte und zeigt die Zukunft. Die Zahl 4 bedeutet die Sicherheit, Stabilität und Struktur. Und das werdet ihr erleben. Die Kelchen zeigen die Gefühle, deinen Gefühlen und seinen Gefühlen. Es ist alles in Ordnung. Diese Dame zeigt deine Haltung. Du schaust von diesem einzelnen Kelch weg und das ist seine Annäherung. Das kann natürlich sein, dass er das nicht direkt sagt oder direkt zeigt, sondern er meint, du sollst das spüren, dass er da ist und dass er dich liebt. Und du siehst es nicht. Auf diesem Bild, diese Dame schaut ein Kelch an und das ist leer, da ist kein Wasser drin. Und sie meint, das klappt nicht. Er hat keinen Gefühlen. Alle anderen bekommen Aufmerksamkeit, nur du nicht. Und das löst bei dir etwas aus. Kann sein, dass zusammenhängt mit seiner Zurückhaltung. Oder du traust es nicht zu. Du glaubst, diese Liebe kannst du nie bekommen. Beides hängt zusammen und ihr seid beide etwas unsicher, weil es fehlt die richtige Kommunikation. Dieses Bild
zeigt trotzdem die Gefühle, die Liebe, sogar die Stabilität. Du sollst deine Haltung ändern und entdecken diesem oberen Kelch, was er überreicht. Das ist seine Liebe, seine Zuneigung. Er ist da. Und ändere deine Einstellung oder deinen Gedanken. Du glaubst, er zeigt bei anderen Frauen Aufmerksamkeit und er übersieht dich. So ist aber nicht. Kann sogar sein, dass er dich eifersüchtig machen möchte, weil er selbst braucht auch die Aufmerksamkeit. Und da bist du etwas unsicher. Das spielt sich in beiden Seiten eine Rolle. Wichtig ist, dass du im Vertrauen bleibst. Dieser Mann tut sich schwer, über Gefühle zu sprechen. Er traut dich nicht zum Berühren. Er wartet, dass er Anerkennung bekommt, dass du ihn entdeckst und ihn lobst. Er braucht die Bewunderung. Du bist etwas zurückhaltend. Das macht ihn unsicher, hat Verlustangst, befindet sich aber in einer Wandlung. Bei diesen Erneuerungsprozessen langsam verliert er die Ängste und er wird offener sein. Er überreicht dir diese Kelch. Und es zeigt seinen Gefühlen. Du sollst das annehmen. Du bist es wert, seine Liebe empfangen. Abgesehen davon, dass diese Begegnung ist im Sternen geschrieben. Diese hohe Priesterin hütet dieses Geheimnis. Dieser Mann gehört zu dir und du gehörst zu ihm. Liebe Arivea, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.